Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect Staffel Nummer 3 und einem noch immer nicht fertigen Zellenblock. Ich hatte gerade eben am Anfang der Folge kurzzeitig überlegt, ob ich das hier nicht einfach durchlaufen lasse, also ohne Aufnahme. Allerdings dachte ich mir, ich schneide hier das sonst hinterher irgendwas auf dem Spiel raus, wenn hier was Lustiges passiert oder sowas. Deswegen lasse ich das jetzt natürlich einfach mal drin. So, okay, der hier montiert noch ein bisschen was. Hier fehlt irgendwie noch die komplette Wand. Die ist geplant, ich wollte schon sagen. Die ist doch wohl bitte wenigstens geplant. Die haben es auch alle irgendwie nicht so eilig, die Mitarbeiter. Wir haben schon auf 10 aufgestockt, also es ist echt kompliziert. Kompliziert hier. Warum die hier so wenig... Ach, die Wachen stehen davon rum, okay. Wollte schon sagen, wenn das jetzt Mitarbeiter wären hier, dann gäbe es aber Schelle. Ganz dringend hier. Naja. Erstmal kommt meiner Meinung nach hier gleich übrigens auch noch ein bisschen Boden hin. Und dann müssten wir mal gucken, ob das dann nicht ein bisschen besser aussehen würde hier. Die Leute, die hier den Boden montieren, können hier übrigens... Ach, die... Wobei, die Lampen können wir uns sowieso sparen, weil wir dort und dort und dort und dort Lampen hinstellen. Und wir hinterher hier diese Wand durch eine Sicherheitsmauer ersetzen. Und zwar möglichst schnellstmöglich, denn in 2 Stunden kommen schon die neuen Gefangenen. Und da würde ich ganz gerne... Ich müsste die Sicherheitsmauer dann austauschen, währenddessen Gefangene da sind. Da unten hat übrigens gerade ein Tunnel gerochen. Ist das dein Ernst? Also ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht zu überprüfen. Ich glaube, noch ist da kein Tunnel. Vielleicht möchte ein Mitarbeiter ausbrechen. Ich denke, so schlecht bezahlen wir die jetzt auch nicht, dass die ausbrechen wollen. Ganz tragisch. Naja, okay. Da fehlt immer noch ein Stückchen Boden. Ja, das ist auch geplant. Okay, wenigstens. Oh, automatisch speichern jetzt schon. Achso, weil ich das Spiel gerade eben die ganze Zeit hab laufen lassen. So, mach das mal fertig. Und positioniere danach hier diese wunderschöne Zellenlandschaft endlich mal fertig. Hier ist immer noch alles dunkel. Hier fehlt immer noch die Verkabelung. Pff, nach hier unten komplett. Alter Vater. Aber gut, okay. Zumindest, merke ich gerade, haben unsere lieben Leute gleich alle Zellen zumindest ausgewiesen. Und dann müssten wir hier so langsam mal anfangen mit der Einweisung, was zu wem, für was wen, für was da ist. So rum, das Deutsch, meine Damen und Herren. Hier unten erstmal wichtigster Schritt, das da kann zu. Und danach können wir jetzt mal eben ganz schnell zuweisen, nämlich soll das hier nur hohe Sicherheitsstufe sein. Das auch und das auch. Genauso wie das. Nur für hohe Sicherheitsstufe ist. Genauso wie ich ganz überlege, ob ich hier überhaupt diesen Trakt nicht komplett einzeln mache und dann hier hinten den normalen Sicherungstrakt ganz anders baue. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Das ist nicht für hohe, tut mir leid. Die Kantine ist nur für euch. Der Kappes ist nur für euch. Der Kappes ist nur für euch. Das da, okay, das muss jetzt nicht. Das ist egal. Das ist für euch. Das ist für euch. Das ist für euch. Die Isolationszellen sind mir eigentlich relativ egal. Die Kapelle ist nur für den Hochsicherheitsbereich. Und der Gruppenraum. Der Gruppenraum ist auch nur für die. Und ja, das Lager ist nur für Personal. Das ist übrigens auch nur für Personal. Die Krankenstation ist mir scheißegal, die ist für jeden offen, aber die soll nur für die hohe Sicherung dienen, deswegen machen wir die mal dahin. Und dann müssten wir wieder nur für Personal. Ist nicht die Putzkammer, da dürfen auch nur Hochsicherheitsleute drin arbeiten. Die Übergangszelle darf wieder jeder, das ist frei, entriegelt. Mailroom darf auch jeder, das hier sowieso. Hier Personal. Küche, das alles nur für Personal erstmal auszuweisen, ist auch relativ wichtig. Hier darf ja wieder jeder hin. Stimmt. Da darf auch wieder jeder hin. Dann kommt die Küche, Büro, nur für Personal. Ja, und dann haben wir hier zumindest mal diesen Trakt ausgewiesen, wo sich wer aufhalten darf und wo wer nicht. Okay, sehr gut. Hier müssten wir dann vielleicht überlegen, das hier noch ein bisschen zu verändern, aber gut. Da kommt die Einlieferung von Gefangenen mit dem Bus. Und den werden wir natürlich jetzt erstmal direkt überprüfen, wobei es das natürlich bei uns noch nichts bringt im Moment. Logischerweise, aber ich möchte mal direkt gucken, ob hier irgendwelche sehr stark gewaltbereiten Leute bei sind. Sehr stark. Oh Gott. Kriegen wir gleich wieder the best of the best oder was? Ihr könnt auch schneller aussteigen. Ey, caramba, das wird lustig. Hier fehlen übrigens noch Personaltüren, aber die mache ich erst da rein, wenn wir hier tatsächlich... zack, nächster Bus. Und dann kommt der nächste Bus. Wir haben 32 neue Hochsicherheitsgefangene hier reingelassen. Wie sind wir denn doof?
Ich glaube, das wird lustig enden. Wir haben sogar erstmal Plus. Das erste Mal Plus hier. Aber gut. So, liebes Personal, schmeißt die mal alle da rein. Im Moment werden die Patrouillen im Moment sehr praktischerweise. Nein, da ist im Moment noch kein Tunnel. Glaube es nicht. Ich glaube es persönlich selber nicht. Naja. So, jetzt werden natürlich hier die Baumaßnahmen deutlich gestört, dadurch, dass hier. Oh, da werden schon die ersten Sachen gesucht. Ach, wir haben das Regelwerk ja noch gar nicht festgelegt. Wo ist es denn hier, Regelwerk? Zerstörung, ihn Zelle durchsuchen. Alles wird immer durchsucht, wenn hier irgendjemand anfängt mit irgendetwas. Waffenbesitz, Essensqualität, Nachnahme, Mittel und Essensration auch. Entlasten, Route bitte unter 5%, dann kriege ich wenigstens wieder was dafür. Zerstörung kriegt Abriegelung mit. Ach komm, gibt Isolierung für 10 Stunden. Na, wobei, wir machen hier mal, es ist nur Zerstörung, ja, gibt 6 Stunden. Fluchtversuch gibt, das kann ich gar nicht leiden, ganze 12 Stunden Isolierung, wenn ich bitten darf. Gefangenen angegriffen gibt auch Isolierung mit 6 Stunden. Personal angegriffen gibt 12 Stunden, das kann ich nämlich auch nicht leiden, wenn die hier mein Personal zusammenschlagen. Ernsthafte Verletzung gibt auch 12 Stunden und Vergiftung ist nichts anderes außer versuchter Mord bzw. ernsthafte Verletzung, also auch 12 Stunden. Waffenbesitz gibt Isolierung von 6 Stunden. Ich bin heute knallhart. Man merkt ja schon, Werkzeugbesitz ist nichts anderes außer eine Waffe. Drogenbesitz gibt 3 Stunden, das ist mir nämlich scheißegal. Und Luxusgüterbesitz gibt Abriegelung. Drogenbesitz gibt übrigens auch nur Abriegelung und das gibt Isolierung von 3 Stunden. Ist nur Luxusgüterbesitz, ist mir ja scheißegal. Damit macht man eigentlich keine Gefährdung anderer Gefangenen. Okay. Was machen die hier im Moment? Wetten, die hier sind so doof, wenn sie die Zelle einbauen wollen, laufen die hier frontal gegen die Tür, anstatt drum rumzugehen. Habe ich schon oft genug live erlebt, ist ein bisschen unpraktisch von denen. Aber gut, scheint anscheinend so zu sein. Im Moment scheinen unsere beiden Officers hier sehr stark damit beschäftigt zu sein, alle Leute erstmal in den Raum da reinzubringen, womit sie dann gleich erstmal durchsucht werden sollen. Logischerweise ist das deutlich praktischer. 100.000 Leute versuchen jetzt gerade in diesen Knast reinzukommen, beziehungsweise wollen es natürlich nicht, aber Gott sei Dank tun sie es. Und dann werden die ersten schon mal weggebracht, direkt in den Zellentrakt. Du bist der erste Gefangene in meinem Knast, dich verfolge ich jetzt erstmal. Kann ich hier irgendwie auf Vollen-Low gehen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann scheiß drauf. Go for it, lade, 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 lauf schneller. Und das da ist die erste besetzte Zelle mit dem Kerl. Er sitzt erstmal drin. Wir haben natürlich den Tagesplan noch gar nicht editiert. Sheet, habe ich ganz vergessen. Wo ist der? Programme, Regelwerk, Finanzen, Gefängniswert. Wie viel haben wir eigentlich Gefängnis? 1,3 Millionen. Sehr gut. Regelwerk, nein, da, Tagesplanung. Bis 6 Uhr wird geschlafen. Erstmal machen wir hier überall wieder nichts hin, denn ich möchte ganz gerne alles erstmal individuell einteilen können. Um 11 Uhr ist Schlafenszeit, das ist in Ordnung. Davor haben sie auf jeden Fall eine Stunde Freizeit. Beziehungsweise hier haben sie Duschen und dann haben sie danach Freizeit. Nein, da haben sie Freizeit. 2 Stunden, da gibt es zwischen erstmal nur Essen. Dann gibt es nach der Freizeit 2 Stunden Arbeit, dann wieder 2 Stunden Freizeit. Nein, warte. Da kommt Hofgang hin, da kommt Freizeit, Freizeit. Wie gesagt, je nachdem, wie die sich benehmen, ziehen wir den Zeitplan natürlich ein bisschen wieder an. Essen gibt es dann abends wieder 2 Stunden lang und nach dem Hofgang gibt es auch ebenfalls. Ja, was gibt es denn da? Was gibt es denn da? Was gibt es denn da? Da gibt es einfach da Essen. Da Freizeit und da schlafen. So, sieht im Moment der Tagesablauf aus, womit wir im Moment Hochsicherheitsgefangene 32 von maximal im Moment noch 59, weil die beiden Zellen hier noch nicht fertig sind, die Paarzellen hier. 64 sollten es insgesamt werden, deswegen passt das schon. So, die finden schon gleich Müll und die ersten fliegen garantiert schon direkt ins Loch. Platz dafür haben wir auf jeden Fall genug. Was liegt denn hier drauf? Ach, hier liegen ganz viele Mailboxen rum, okay. Hier können wir natürlich auch ebenfalls 2 Leute einteilen, die sich dann darum kümmern. Wir müssen ja hier nicht gleich Personal dafür aufopfern. Die Übergangszelle kommt direkt jemand mit Abriegelung. Der kriegt noch wie lange die Abriegelung? Und der darf jetzt raus und darf jetzt putzen. Ist das nicht ein schöner Beginn, wenn man im Knast ankommt? Man darf erstmal putzen. Hier hinten bauen sie gerade noch die letzten paar Teile des Gefängnisses auf. Ist ja nicht so, dass sie jetzt gerade in echt die komplette Baustelle auseinandernehmen könnten und diesen kompletten Knast innerhalb von Sekunden übernehmen könnten. Deswegen, Gott sei Dank, ist das nur ein Spiel. Hier fehlen noch ein paar Rohrleitungen. Nicht, dass die Gefangenen hier anfangen, nicht das Klo zu benutzen. Das wäre ein wenig ungünstig. $4 Gewinn machen wir momentan am Tag. Das ist ja grandios. Und 32 neue Insassen kommen morgen. Gott sei Dank. Weshalb wir jetzt hier schönerweise. Wir haben noch gar keinen Psychologen, oder? Doch, haben wir. Wir haben Psychologen, oder? Doch, wir haben Psychologen. Dann ist alles in Ordnung.
Ja, währenddessen die jetzt hier alles am Aufbauen sind. Gib mal Gas, Leute. Da fehlt noch ein bisschen Strom für ein paar Anlagen. Beziehungsweise für ein paar Zellen. Schneller, 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 schneller. Da draußen ist schon alles gepflastert und sonst was. Das ging ja fix. Ja, und hier in der Werkstatt dürfen die sowieso im Moment noch nichts machen. Ich würde übrigens gerne Sicherheitsunterweisung starten, womit dann, keine Ausrüstung, ach so, womit die dann hier in den Werkstätten arbeiten dürften. Wir richten zunächst mal Werkstätten ein hier unten im unteren Bereich mit Tischen. Fangen wir an, da mit den Tischen, da mit den Tischen, da und dort. Und dann kriegen die hier jeweils Tischsäge und sonstigen Kappes rein und dann passt das eigentlich ganz gut, denke ich mal zumindest. Oder wir machen denen hier die Tische einfach wieder weg und setzen die Tische vielleicht einfach so hin. Dann passen da nur noch weniger Tische hin. Aber dann kriegen sie hier vor halt auch noch einen Tisch. Dann hat sich das, weiß ich nicht, vielleicht machen wir das so. Vielleicht sieht das ja ganz gut aus. Die kriegen auf jeden Fall eine Tischsäge. Die ist dort. Eine Tischsäge dorthin. Ja, wobei wir können hier schon Platz lassen. Tischsäge, Tischsäge, Tischsäge. Und dann haben sie hinten zwei Platz und dann kommt hier Hydraulikpresse rein. Teuer der Spaß, ich sehe es schon, aber gut. Tische können sie natürlich auch noch haben, wobei wir können denen jetzt einfach ein bisschen Platz da drin lassen. Das passt schon. In der Werkstatt hier können sie auf jeden Fall dann gleich alle lernen und fleißig tun, was sie wollen. Ein paar sind auf dem Hof, ein paar sind auf dem Hof. Das macht die Wacheinteilung natürlich ein bisschen komplizierter, als es sein müsste, aber passt schon. 16 Dollar machen wir am Tag sogar Umsatz. Was ist denn hier los? Wir steigern uns ja ohne Ende. Und hier sammelt sich so langsam an. Wir müssten eigentlich ganz dringend mal hier ohne Probleme was machen. Wir müssten nämlich hier mal absperren und dort, wobei hier reicht ja schon, wobei nee, reicht ja nicht. Und dann hier runter absperren einmal, beziehungsweise einmal dort und dann einmal dort. Jo, und dann einmal dort. Beziehungsweise. Wir müssten das sogar noch anders absperren. Wir müssten es direkt dort absperren. Und dort absperren. Und dort absperren. Und dort absperren. Hier hinten so ein paar Bauzäune hinstellen. Damit unsere lieben Mitarbeiter sich gleich in naher Zukunft damit kümmern können, hier diese Wand durch einen Sicherheitswall ersetzen zu können. Sobald sie die Zellen fertig haben. Und die haben sie jetzt fertig, so wie es aussieht. Ein paar Bookshelves werden noch installiert. Und dann passt das Ganze auch. Im Moment sagen 12 Gefangene. Ohne Grund eingeschlossen, doof gelaufen für ihn. Die haben definitiv einen Grund, wenn sie eingeschlossen sind. Und dann reißen wir jetzt in wenigen Sekunden von da oben an erstmal alles ab, was nicht Sicherheitswall ist. Von dort an, bitte. Bitte bis dort runter, dort runter, dort runter, dort runter. Und dann den kompletten Weg auch noch runter. Hat lediglich den Vorteil, dass wir hier alles ein bisschen besser sichern können. Sicherheitswall kostet uns natürlich ein paar Milliarden Dollar hier gefühlt, aber das lässt sich leider gerade nicht vermeiden. Ey, du Otto, geh du mal bitte nach da oben. Ich möchte ganz oben gerne auch anfangen mit dem Sicherheitswall. So, mach den mal auseinander. Dann können wir hier anfangen, jetzt einen Sicherheitswall runterzubauen. Das wird uns richtig viel kosten. Naja, hält sich in Grenzen, würde ich sogar sagen, aber naja, dennoch ein bisschen teuer. Dummerweise haben wir jetzt schon Gefangene drin. Bevor morgen die neuen Gefangenen reinkommen, würde ich das dann doch ganz gerne fertig haben. Sonst habe ich hier nämlich echt eine Party hart, wenn die anfangen, Tunnel zu bauen. Bis darunter, bis darunter, bis darunter kommt Sicherheitswall. Von dort angefangen kommt darunter, darunter und dann dort runter komplett Sicherheitswall. Dankeschön. Und sobald der steht, könnt ihr natürlich alles andere wieder fertig machen. Hier kommen natürlich mal eben die Personaltür rein, dort und dort nämlich. Ja, den bauen sie gerade schon, passt aber noch. Da hätte ich ganz gerne eine Personaltür, nämlich dort und dort. Wo natürlich dahinter direkt hier so ein bisschen Steinplatten kommen, nämlich dort und dort. Go for it. Bis der Wall steht, dauert es jetzt natürlich ein paar Sekunden. Das gebe ich zu, allerdings passt das schon irgendwie. Hier außen kommt natürlich ebenfalls nicht nichts hin, sondern da kommt natürlich. Warte mal, machen wir das Sicherheitswall hin. Ich würde sagen, ab da fangen wir einfach wieder an mit Zaun. Wobei wir fangen Zaun ab der Höhe an und ab der Höhe bis dahin und dann wieder darunter. Ist mir eigentlich relativ egal, ob ich da ein bisschen was vom Gefängnis verschwende. Das geht schon klar, denke ich mal. Von dort aus darunter, von dort aus darunter. Und dann setzen wir hier natürlich ebenfalls wieder zwei Tore hin. Hauptsache, wir haben hier alles ein bisschen sicherer gemacht. Einzigster Grund, warum wir das ja hier alles tun.
Wo kommt denn Straßentor? Da ist Gate, Roadgate. Kommt einmal, da braucht gar nichts hin. Okay, sehr praktisch. Dann kommt dort natürlich einmal Roadgate hin. Roadgate. Hier oben natürlich auch einmal dort weg, Roadgate und da unten natürlich auch nochmal. Wir sind ja schon fast dort. Roadgate. Sehr gut, dann steht nämlich hier wenigstens alles gleich. Die Mitarbeiter sind zu Recht müde. Und wir fangen danach an, hier diesen. Wir haben ja sowieso gerade alle schlafen, dann können wir denen hier auch schon mal sagen, dass sie das alles wieder mit Stein ersetzen sollen. Wobei, wisst ihr was? Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch, dass wir dort das stehen haben. Vielleicht mache ich da auch einfach eine Wand hin. Wobei, ich lasse den Zaun einfach da, der sieht besser aus als die Wand. Denn so haben wir zumindest den Knast komplett aufgeteilt. Dann kommt nämlich jeder nur noch da durch den Bereich durch. In den Knast rein und aus dem Knast raus. Das ist ja schon ein unfassbarer Vorteil, wenn wir die kontrollieren können, wo die herlaufen. Kurz kontrollieren wir nochmal, ob diese Programme mittlerweile Ausrüstung haben. Das haben sie. Zwei Programme machen wir denen mal. Wird ja geleitet von irgendeinem Herrn dieser Mitarbeiter hier. Und dann passt das schon. Auf jeden Fall haben wir danach noch einen Sicherheitswall mehr, weil die kommen ja hier dann sonst nicht durch. Das ist eigentlich ganz praktisch. Meiner Meinung nach zumindest. Das Trinken hat keiner gemerkt. Ich hatte schon wieder einen komplett trockenen Hals. Dadum. Hier unten stehen Tore, die machen wir natürlich erstmal hier unten standardmäßig auf offen, das passt schon. Das da oben machen wir jetzt so gerade auch standardmäßig auf offen, sobald die da angekommen sind. Die sind alle im Moment leider ein bisschen müde, deswegen wollen die sich jetzt erstmal ausruhen. Vielleicht halbwegs verständlich, die Mitarbeiter hier. Und da gibt es eine Schlägerei irgendwo, das habe ich genau gehört, aber wo? Der da unten ist gerade losgesprintet. Der da. Das müsste also hier in der Gegend sein. Oder? Patrouillierend, alles noch in Ordnung. Warum ist der denn da jetzt gerade losgesprintet? Na, wo ist denn die Schlägerei? Ach, da ist die Schlägerei. Da möchte der Erste wohl. Ach, flieht. Warum flieht er denn? Wo will der denn herfliehen? Ich meine, darunter ist zu. Da ist zu. Da oben her ist zu. Hier ist offen, das ist mir klar, aber dafür ist da zu. Da zu. Dazu. Und so, dann möchte ich hier geradeaus durchgehen oder was? Dafür müsste man durch die beiden Tore durch. Also da hat er nichts von. Und dass die hier in die Kapelle nicht rein dürfen, ist natürlich schon Bullshit. Moment. Das nehme ich zur Kenntnis. Dann machen wir natürlich da den Zaun hin eben. Flieht. Was ist das denn für eine Meldung hier? Ich meine, hier kommt eigentlich so gesehen erstmal offiziell keiner raus. Ach, dann dürfen wir da auch nichts hin machen. Eigentlich macht das dann gar keinen Sinn. Dann müssten wir ja. Ich meine, dann können sie ja trotzdem außen rum gehen. Also machen wir diese Scheiße einfach wieder weg. Mist, Mist, Mist. Okay, wir überschreiben das hier mal ganz kurz wieder. Das machen wir mal ganz kurz und dann wundere ich mich trotzdem noch, warum bei dem da Fleet über dem Kopf drüber steht. Ich meine, wo will er herfliehen? Ja, das ist schon eine gute Frage. Kriegt er jetzt halt auf die Schnauze? Das tut mir wahnsinnig leid. So, was kriegt er jetzt zu den Bestrafgefangenen? Security 8. Dann kriegt er hier Stator, kriegt er hier noch Bestrafung. Du warst der Erste, deswegen kriegt er das jetzt auf die Nase. Isolierung für 24 Stunden, kriegst morgen erstmal gar kein Essen. Ja, sorry, aber er hat angefangen. Stimmt, die Zellen sind hier jetzt besser ausgerüstet, was zur Folge hat, dass hier natürlich problematischerweise, ach, da kommt der Arzt schon, problematischerweise auch mehr durchsucht werden muss, also mehr Personal notwendig ist, aber passt schon. So, wo auch immer der herfliehen wollte, er hat es vor. Warum sind die beiden noch in der Übergangszelle? Da wollen sie einfach wieder nicht raus. Gut, passiert dann halt. Wir haben ja nicht genug Zellen. Hust, hust. Naja. Gammeln die halt in der Übergangszelle rum. Hier wird ja bald ein Lehrgang, Entschuldigung, drin gehalten. Also egal. Minus 84 Dollar, das liegt einfach daran, dass wir gerade eben Geld ausgegeben haben dafür, dass die hier was neu gebaut haben. Sind unsere lieben Mitarbeiter denn eigentlich schon wieder am Bauen? Oder haben die sich jetzt einfach prinzipiell gedacht, die haben keine Lust mehr, das da oben weiter zu bauen? Doch, die sind fleißig am Bauen. Hier steht, da unten steht schon alles. Dann müssten wir hier unten nur noch mal eben unter Stationierung das da als nur für Personal ausweisen, ne, dass die nichts von den Anlieferungen oder sonst was nehmen dürfen. So machen wir den natürlich standardmäßig auch offen. Und dann würde ich sagen, steht hier alles, oder? Ja, der Sicherheitswall steht. Alles safe soweit, wenn morgen die neuen Gefangenen kommen. Wundern die sich, wo sie herlaufen sollen. Gefällt mir. Eigentlich alles relativ sicher positioniert. Damit die Gefangenen hier natürlich gleich, nicht die Gefangenen, damit unser liebes Personal hier gleich natürlich nicht einschläft vor lauter Langeweile,
kümmern wir uns natürlich freundlich wie wir sind, darum, dass es eben dies genau nicht tut, sondern es darf dann natürlich hier hinten erstmal Bäume fällen. Hauptsache, die Gefangenen der Zukunft haben zu tun. Dafür müssen sich relativ viele Leute gerade Nachtschichten um die Ohren schlagen lassen. Hauptsache, unsere Gefangenen haben zu tun. Furchtbar wohl, aber geht nicht anders. Hier kommt übrigens der ganze Gefängnisblock. Ich glaube, wir machen das so. Hier ist ja im Moment Weg. Dann kommt hier der Sicherheitswall, dann kommen hier zwei Wege, zweimal Weg hin, dann kommt das alles einmal nach dort. Dass ich mir das hier in Zukunft einmal merke, dass ich das ganz gerne so bauen würde. Muss ich mir mal eben einmal merken. Um Mist. Eins. Um eins nach da, ne, muss ich mir merken. Dann weiß ich Bescheid und dann funktioniert das hier. Alle Bäumchen, die ich hier angewählt habe, sind auch alle Bäumchen. Nein, ist Bullshit. Da fehlen noch ein ganzer Haufen Bäumchen. Aber dann steht das jetzt hier soweit. Alles fertig, ne? Ja. Da fehlt noch ein kompletter Schwung, aber wenn das alles einmal wegtransportiert wurde, passt das schon. Dann kommen hier jetzt diese Folge tatsächlich sogar noch die neuen Gefangenen rein und danach machen wir mal Ende heute. An diesem wunderschönen Montag. Ach jo, kommt Gefangene, eine Stunde noch. Ich muss erstmal was trinken, Alter. Ich habe heute echt irgendwie komischen Hals. Hat keiner gehört. Hat auch keiner hoffentlich. Oh. Es ist mal wieder Duschzeit, wa? Was mit Lane los hier? Neun Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ja, was haben die denn für Beschwerden? Seid mal leise. Bedürfnisse. Ja, Blase leeren, Hygiene wird natürlich gerade abgearbeitet, aber ist natürlich denen zu spät. Wir müssten dringend mal hier Taser-Lehrgang und den ganzen anderen Kappes. Ach, haben wir ja schon, ne? Elektroschocker. 400 pro Item. Sollen sie sich das doch kaufen? Ich hoffe mal, die haben es bald. Jetzt gab es auf die Schnauze. Einer ist bewusstlos. Die Ärzte sind vermutlich schon unterwegs. Ja, sind sie. Der erste Bewusstlose wird abgeschleppt und der zweite Bewusstlose müsste auch noch da weg, Leute. Ach so, der wird vermutlich. Oh, Pause, 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 Pause. Ich weiß gar nicht. Ach, da ist auch eine Schlägerei gewesen. Da sind halt Hochsicherheitsgefangene. Da muss man, glaube ich, nicht besonders viel mehr zu sagen. Wir haben in der Kantine gar keine Patrouillen. Wir sind noch nicht ganz so ideal aufgeteilt hier, merke ich gerade. Ich hätte ganz gerne eine bewaffnete und eine Hundepatrouille. Und eine bewaffnete und eine Hundepatrouille da unten drin. Und eine Hundepatrouille. Und dann stellen wir erstmal zwei bewaffnete Wachen ein, nämlich eine schon mal direkt dort und eine nochmal direkt dort. Ne, damit die schon mal direkt auf Patrouille sind. Jetzt kommen natürlich die. Was machen die denn da? Ach, die gehen jetzt hier hinten rum oder was? Ja, euch habe ich gern. Weil das der kürzeste Weg ist da rein. Da haben wir ja so eine Art Besuchereingang gebaut. Ist ja furchtbar. Will ich ja gar nicht. Hier bitte, dann geht auch da rein und haltet mich bloß nicht auf mit eurer Scheißtür. Und noch weniger beim Personal. In der Kantine scheint jetzt erstmal alles ruhig zu sein. Die Bedürfnisse scheinen sich abzuarbeiten. Familie, Erholung, Hygiene, Training. Die haben ja gleich in erster Linie mal wieder Freizeit nach den 2 Stunden Essen. Dann passt das schon. Hier kommen jetzt erstmal ein haufenweise LKWs rein. Boing, Tor ist wieder zu. Alle ausladen bitte. Das Tor hier machen wir jetzt einfach nur mal kurz so offen. Alle raus. Und dann kommt das Tor auch wieder offen. Alle Gefangenen rein. Und warten wir, bis der noch fertig ist. Tor auf und tschüss. Und hinter den Gefangenen geht hier episch das Tor zu. Dö. Das war's mit der Freiheit. Fühlt euch geehrt. Sind wir nicht wieder so schön sozial heute? Mein Gott. Es ist furchtbar. Wir sind furchtbar sozial. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. So, hier gib mal Gas. Tschüss, LKW. Und das Gefahrenlevel steigt immer noch. Vermutlich, weil jetzt gerade Freizeit ist. Und die jetzt machen können, was sie wollen, dann können sie jetzt gefälligst ihre Bedürfnisse abarbeiten. Welche auch immer das sein mögen, aber arbeitet sie ab. Was macht der denn da? Ja, jetzt hat er von da oben wieder irgendwas aufgenommen, was über den Zaun geworfen wurde. Das kann ich ja sowieso so schwer verhindern hier momentan. Aber die haben jetzt alle Freizeit, das heißt, das Gefahrenlevel müsste sogar eigentlich runtergehen. Ja, tut es auch. Deutlich sogar. Und dann passt das. Wieder der erste Tag gewesen, wieder die erste Schlägerei gewesen. Anders geht ja nicht in diesem Spiel. Und dann würde ich so langsam aber sicher sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.